Ich wünsche euch einen entspannten Abend, schnappt euch einen Snack und lasst uns mal über die Beats Studio Buds Plus sprechen. Ich habe sie inzwischen schon 2 Wochen lang getestet und möchte euch jetzt die High- und Lowlights dieser Kopfhörer präsentieren, die mit knapp 200 Euro schon ganz schön ins Geld gehen. Vergesst aber nicht, dass ich sie auch kurz mit den AirPods Pro 2 von Apple verglichen habe, also bleibt dran und natürlich viel Spaß beim Zuschauen meines detaillierten Erfahrungsberichtes zu den neuen Beats Kopfhörern. Die schicken neuen Beats kommen in transparent, cremeweiß oder auch schwarz und haben einen stolzen Preis von 199 Euro. Wie auch schon bei früheren Beats-Modellen sind auch diese Kopfhörer Android- und iOS-kompatibel. Android-Nutzer müssen nur die entsprechende App herunterladen, um alle Funktionen nutzen zu können. Die Bedienung ist dabei nicht touch-sensitiv, wie zum Beispiel bei den AirPods Pro 2 oder AirPods Pro, sondern erfolgt über physische Tasten an den Ohrstücken. Ein Drücken steuert die Wiedergabe oder Pause, 2 Drücke springen ein Lied vor und 3 Drücke ein Lied zurück. Haltet ihr eine der beiden Tasten etwas länger gedrückt, so wechselt ihr zwischen dem Transparenz- oder auch Geräuschunterdrückungsmodus. Darüber ist es allerdings auch möglich, die Lautstärke zu regulieren. Die Kopfhörer sind nach IPX4 zertifiziert, was sie ideal für sportliche Aktivitäten macht. Sie halten also ein paar Schweißtropfen aus, sollten aber auch nicht wirklich nass werden. Ein Manko ist allerdings der etwas kurze und auch rutschige Schaft, der das Herausnehmen der Ohrstecker aus dem Case etwas knifflig macht. Beats verspricht bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit mit aktivierter Geräuschunterdrückung und sogar 9 Stunden ohne diese Funktion. Mit dem Case kommen noch 24 bzw. 36 Stunden on top. In meinem Test habe ich etwa 5 Stunden und 30 Minuten bei 60% der maximalen Lautstärke geschafft. Allerdings war ich dabei immer im Geräuschunterdrückungsmodus unterwegs. Ohne diese Funktion sind durchaus 9 Stunden möglich, womit die angegebenen Laufzeiten durchaus realistisch sind. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, der Sound. Die Beats Studio Buds Plus haben mich vor allem im Bereich der Mitten und Höhen absolut beeindruckt. Sie geben die entsprechenden Frequenzen sehr differenziert und klar wieder. Aber wenn ihr den typischen Beats Bass aus früheren Zeiten erwartet, seid ihr hier falsch. Im direkten Vergleich liefern die AirPods Pro 2 von Apple mehr Bass, allerdings würde ich sagen, dass die Beats etwas ausgewogen und insgesamt sogar minimal besser klingen. Die Beats können allerdings im Bereich der Transparenz und Geräuschunterdrückung nicht mit den Apple-Kopfhörern mithalten. Vor allem im Transparenzmodus ist ein leichtes Grundrauschen zu hören. Bei Apple werden die Außengeräusche klarer an den Nutzer übermittelt. Auch bei der Geräuschunterdrückung sind die AirPods Pro 2 besser. Sie filtern hier deutlich mehr Außengeräusche und vor allem auch Stimmen. Zusammenfassend sind die Beats Studio Buds Plus Kopfhörer, die sich meiner Meinung nach vor allem an diejenigen richten, die nicht dem Mainstream der AirPods Pro von Apple folgen möchten. Insbesondere die Version mit dem transparenten Case ist ein echter Blickfang und hebt sich deutlich von anderen Kopfhörern ab. Vom Klang her sind sie absolut überzeugend, allerdings sehe ich die größten Schwächen tatsächlich vor allem in dieser Preisklasse beim Transparenzmodus und der aktiven Geräuschunterdrückung. Hier hätte ich tatsächlich mehr erwartet und war auch etwas enttäuscht. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, dass nicht alle coolen Funktionen der AirPods zur Verfügung stehen, wie das induktive Laden oder auch eine Trageerkennung, da selbst beim Herausnehmen während eines Musikstückes die Kopfhörer fröhlich weiter trällern. Von daher bekommen die Beats Studio Buds Plus von mir lediglich eine eingeschränkte Kaufempfehlung, da sie für den angegebenen Preis nicht auf dem Level sind, wie ich es erwartet hätte bzw. wo es Konkurrenzprodukte sind. Und damit verabschiede ich mich auch schon von meinem Erfahrungsbericht mit dem Beats Studio Buds Plus. Bleibt gesund, hört gute Musik und bis zum nächsten Mal. Ciao.